Grüß Gott, liebe Aquanet-Zuschauer. Wir befinden uns heute in meinem Aquarienkeller im oberbayerischen Penzberg. Und das ist das Aquarium, in dem sich gleich unsere Akteure tummeln werden. Dazu muss es zunächst etwas umgestaltet werden, damit unsere Korridors Goffroy, um die geht es hier heute, es möglichst ähnlich haben wie zu Hause. Korridors Goffroy wurde bereits 1803 von Lacépède beschrieben und gilt somit als Gattungstypus. Herr Bloch beschrieb aber schon 1794 einen Panzerwels als Cataphractus punctatus und lange Zeit waren viele Autoren der Meinung, dass es sich bei diesen beiden Arten um einen und denselben Fisch handelt. Das mag daran gelegen haben, dass die beiden wissenschaftlich als erste beschriebenen Panzerwelsarten das gleiche Verbreitungsgebiet bewohnen. Es reicht über Surinam bis Französisch-Guyana, etwa bis zum Apuaque. Mittlerweile wissen wir aber, dass Corydoras punctatus ein Rundschnäuzer ist und Corydoras goffroy ein Sattelschnäuzer. Um uns ein Heimatgewässer von Corydoras goffroy anzuschauen, unternehmen wir einen kleinen Ausflug mit dem Auto zum Creek Voltaire. Dieser kleine Fluss befindet sich etwa 70 Kilometer südlich von Saint-Laurent-du-Maroni und er mündet in den Maroni-Fluss, der die Grenze zu Surinam bildet. Die Straße dorthin ist zurzeit bestens gepflegt, weil auf diesem Weg wohl eine Goldmine ausgebeutet werden soll. Das hat Ex-Präsident Hollande kurz vor Schluss seiner Amtszeit wohl einem alten Kumpel zugesagt. Deshalb gibt es hier jetzt auch einen Gendarmerie-Posten, den man auf dem Weg nach Süden passieren muss. Der Creek Voltaire ist ein beliebtes Ausflugsziel. Die Straße endet am Fluss und wenn man von dort 3-4 Kilometer stromaufwärts geht, kommt man einen wunderschönen Wasserfall, der hier so 50 Meter über die Felsen herunterkommt. Der Wasserfall interessiert uns heute aber nicht. Wir schauen uns stattdessen die ruhigeren Bereiche unterhalb an. Hier herrscht mäßige Strömung über viel Kies und Sand. Hier kommt Corydoras goffroy vor. Interessanterweise findet man zur Regenzeit hier im Hauptstrom keine ausgewachsenen Männchen, sondern lediglich Jungtiere und Weibchen. Hier kann man ihnen schön beim Buddeln im Sand zusehen, wie sie den ganzen Tag nach Nahrung suchen. Erst am Eingangsbereich eines Seitenbaches haben wir das erste Männchen gesehen und waren ziemlich baff, als wir entdeckt haben, dass es Fische mit riesigen Brustflossen sind, die auch noch mit Borsten bewaffnet sind. Und stellten dann fest, dass zur Laichzeit die großen Männchen in diesen Seitenbach einwandern, um dort richtige Laichreviere zu besetzen, um dann später mit den laichbereiten Weibchen dort abzuleichen. Die Eier wurden an Holz geklebt, an Wurzeln und Holzstumpen, die dort reichlich im Wasser lagen. Und das eigentlich Spektakuläre waren nicht die so um die 9 cm großen Männchen mit ihren riesigen Brustflossen, sondern das Revierverhalten dieser Männchen. Mit Hilfe dieser Monsterflossen bekämpfen sich die Männchen untereinander sehr vehement. Es dauert auch recht lange. Wir konnten das im Freiland wunderbar beobachten, leider nicht filmen. Dazu war der Bach zu klein und zu flach. Wenn ein zweites Männchen in einem besetzten Revier auftauchte, kam der Revierbesitzer sofort an und es gab mehrere Minuten lange Auseinandersetzungen, bis der Unterlegene weiterschwamm und der Sieger sich wieder unter sein Holzstückchen zurückzog. Wir haben dann eine ganze Reihe Tiere gefangen und mitgenommen nach Deutschland. Ich habe hier in das Studiobecken von 100 x 150 cm drei große Weibchen und drei Männchen eingesetzt. Durch einen größeren Wasserwechsel wurde das Fortpflanzungsverhalten ausgelöst. Und das begann zunächst damit, dass die Männchen anfingen zu kämpfen, um dann in der Folge Reviere im Aquarium zu besetzen. Ich habe schon einige Panzerwälse nachgezüchtet, aber so intensive Auseinandersetzungen unter den Männchen habe ich bisher nur bei Harnischwelsen gesehen. Die Kämpfe können zwischen 5 und 10 Minuten dauern und auch im Aquarium wird vom Sieger ein Standplatz unter einem Holz bezogen. In der Folge
kommt es dann zu Annäherungen an die Weibchen und dann auch später zum Ableichen. Mittlerweile gibt es schon einiges an Nachzuchten, sodass man den Bestand von Corydoras gauffreyi in der Aquaristik als gesichert ansehen kann. Das Ableichen und die Aufzucht der Jungtiere gibt es dann in Teil 2 zu Corydoras gauffreyi auf diesem Kanal.